Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Endlich gibt es Sonne. Ihr habt bis hierhin nur Naturaufnahmen gesehen und es gibt dafür eigentlich gar keinen genauen Grund. Ich hatte einfach Bock, diese Blumen hier zu filmen. Aber ich wollte damit auch so ein bisschen zeigen, das Wetter hat sich hier jetzt komplett geändert. Es ist blauer Himmel, Sonnenschein, relativ warm, weil wenn man im Wind steht, ist es ziemlich kalt, wenn man ehrlich ist. Aber naja, auf jeden Fall, Wetter ist bombastisch. Ich befinde mich hier wieder in Sankti Petri, da wo wir auch die letzten Male waren. Ich hoffe, euch wird es nicht langweilig, aber heute ist ein bisschen besonders. Ich bin hier alleine und gleich kommt Nico mit dazu, den kennt ihr ja bestimmt auch. Der hat auch einen YouTube-Kanal, könnt ihr gerne mal auschecken. Auf jeden Fall wollen wir hier so ein bisschen zusammen shooten. Er braucht ein paar Bilder für Sponsoren von sich, wie er foilt. Und im Gegenzug wird er mich vielleicht ein bisschen filmen beim Surfen, dass wir hier ein geiles Video zustande, bekommen. Und ja, Mann, ich weiß noch nicht ganz genau, was der Tag so bringen wird, wo die Reise hingeht. Aber ich werde meinen Videoblog einfach drehen. Ihr seid quasi live mit dabei. Aber heute absolut kein Stress, voll entspannt. Ja, Mann, auf dass das hier ein gutes Video wird. Leute, ich glaube, da kommt gerade Nico. So, Nico ist jetzt am Start. Der Wind ist da. Die Sonne ist immer noch da. Und wir bauen jetzt beide mal auf. Nico mit dem Foil, wie gesagt. Und ich rege mir hier das 8-4er-Segel. Und ja, keine Ahnung, was das gibt. Du willst wahrscheinlich dazu absolut nichts sagen, oder? Doch, sieht schön aus. Ich möchte jetzt das 8-4er endlich mal richtig trimmen und habe hierfür den Shaper von Avanti angeschrieben, ob er mir dann mal sagen kann, wie das Ganze funktioniert. Und dann werde ich euch mal berichten, ob das Ganze einen Unterschied macht oder nicht. So, seht ihr die Falten? Die versuche ich jetzt mal rauszubekommen. Zack. Und bei der unteren bleiben, glaube ich, immer welche. So, und nachdem wir jetzt schon einen Naturporn hatten, gibt es jetzt noch einen Segelporn. Danach gibt es einen, ich weiß auch nicht, ob es einen Spotporn gibt, aber es gibt einen Actionporn. Auf jeden Fall ziemlich viel Porn. Und jetzt zeige ich euch mal das fertig aufgeregte Segel.
Leute, wenn ihr das Video ganz bis zu Ende schaut, dann müsst ihr vielleicht schmunzeln und versteht, dass diese Szene hier Inception-mäßig wann anders aufgenommen wurde. Egal, auf jeden Fall. Wie war das Surfen? Surfen war ganz cool. Wir hatten eine Hardcore-Strömung. Ich weiß nicht, ob man das auf den Aufnahmen sieht. Aber dieser Fluss hier hat extrem in die eine Richtung gezogen. Der Wind in die andere Richtung. Dadurch ist so eine komische Chop-Hubbelwelle entstanden. Ganz merkwürdig zu fahren. Nico ist schon abgehauen. Der musste schnell los zu seiner Frau. Und ja, Mann, zum Trim vom Segel, den ich ja vorhin verändert hatte, da möchte ich jetzt nicht viel zu sagen. Das war nicht aussagekräftig jetzt. Es ist auf jeden Fall alles sehr gut gefahren. Die Cambahn rotiert. Aber wie gesagt, das muss man noch mal intensiver einzeln testen. Und jetzt kommen wir noch mal kurz zu einem anderen Punkt. Schaut das Video bis zu Ende. Dann wisst ihr, warum es gerade sehr kompliziert ist für mich gedanklich. Es regnet jeden Tag. Das ist echt heftig, Mann. Das ist echt... Folgendes. Das hier ist die Vorhersage für Sankt Petri. Sonne, 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 Sonne und am Abend ein Regentropfen. Wir haben jetzt gerade 16.51 Uhr und gerade ist hier das übelste Unwetter rübergezogen mit Sturmböen, Hardcore-Regen. Alter Schwede, das regt mich voll auf, weil es einfach jeden Tag so ist. Aber heute, dass jetzt hier gerade der Regen gekommen ist, das bringt mich zu einem Punkt und vor allem zu einem Thema, was ich sowieso besprechen wollte oder ich wollte drüber sprechen und euch erzählen, wie es gibt nämlich so eine bestimmte Sache, die nervt mich extrem. Und das ist schon so, seit ich angefangen habe mit diesen YouTube-Videos. Und zwar sieht in diesem Social-Media-Zeug, sieht das... Ich krieg gerade Handy-Nachrichten, deswegen bin ich abgelenkt. Und zwar an diesem Social-Media-Zeug, Instagram, YouTube, Facebook, das sieht immer alles so perfekt aus, ne? Und ihr habt ja die Videos bis jetzt gesehen von hier. Und das sah ja... Der Autofokus spinnt schon wieder. Warum tut er das? Und also wenn man sich nur die Videos anschauen würde bis jetzt von unserem Tarifa-Trip, dann sieht das ja eigentlich alles tipptopp aus, oder? Also gute Stimmung, lustig, lilala, Sonne hier, Sonne da. Aber das ist in echt alles nicht so, wie man vielleicht denken könnte. Und das wollte ich euch einfach mal sagen so. Wir haben hier seit einem Monat so gut wie jeden Tag mindestens einmal Regen. Wir hatten bei weitem nicht jeden zweiten Tag Sonne. Wesentlich seltener. Und ja, natürlich haben wir hier eine mega geile Zeit. Es ist mega cool alles. Bla bla bla. Aber es ist vielleicht nicht ganz so krass, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr nur diese Videos seht und euch so die Welt da drumherum so zusammenträumt von wegen... Oh, und dann jeden Abend am Strand bei Sonne chillen. Nee. Konrad und ich sind zum Glück Typen. Wir kommen gut mit sowas klar. Wir adaptieren schnell, in welcher Situation wir uns befinden und suchen uns dann andere Sachen, die wir machen können. Und sind dann halt auch und gewöhnen uns halt nach einer Woche Regen, gewöhnen wir uns halt dran und haben dann auch so eine geile Zeit. Ich möchte euch einfach nur mal sagen, Social Media hat nichts mit dem Real Life zu tun. Wir haben die gleichen Probleme wie alle anderen auch. Und es geht besonders an die jüngeren Zuschauer. Lasst euch da nicht so ein falsches Bild irgendwie vorspielen. Von wegen perfekte Welt. Gibt's alles nicht. Könnt ihr vollkommen vergessen. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht tiefer reingehen und irgendwie sagen, wir haben voll hier Probleme, da Probleme. Ja, warum sind wir denn beide immer so müde? Und warum sind denn hier solche Augenringe? Ja, weil wir beide nicht schlafen können. Wir können einfach nicht einschlafen. Wir wissen nicht, woran es liegt. Aber wisst ihr, lauter so Kram... Das kriegt ihr sonst nicht zu sehen, weil das macht keiner öffentlich. Natürlich nicht aus einem gewissen Grund, weil man will ja geilen Content liefern und man will, dass alles cool aussieht und man will entertainen und bla bla bla. Aber ich wollte es nur ein einziges Mal gesagt haben jetzt. Es gibt immer eine Sonnenseite und eine Schattenseite. Es gibt zwei Seiten der Medaillen. Es gibt Sabolo und Zaxlabore und es gibt Zumulu und Zababo. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Fuck, ich habe vergessen, über Surfen zu sprechen. Zum endgültigen Abschluss des Videos. Spontane Wendung. Die Sonne kommt gerade wieder, es klart auf. Also, nach dem Regen kommt auch immer wieder die Sonne.